Zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Ich kann im Moment gar nicht genug kriegen. Ich muss jetzt aber langsam mal eine Aufnahmepause einlegen, denn es kann ja sein, dass der eine oder andere von euch Soldat werden möchte und irgendwann muss ich die Leute ja auch mal wieder umbenennen. Von daher muss ich dann nach dieser Aufnahme mal ein kleines Päuschen einlegen und diesmal starte ich die Stoppuhr auch sofort, damit wir nicht wieder einen massiven Überlängepart haben. Wir haben auch bald eine verdeckte Operation und das verbesserte Medkit ist auch vorher fertig. Das ist natürlich super. Und keine Kohlen. Aber in 11 Tagen ist Ratsbericht, dann haben wir wieder Geld. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. So. Commander. Und so, wunderbar. Bereit und startklar. Auf Ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. Jetzt haben wir die Genlabore fertig. Da werfen wir gleich mal einen Blick rein. Commander, das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen. Den Mech-Kämpfer. Sie müssen lediglich den Befehl dazu geben. Den Mech-Kämpfer können wir natürlich. Diese Einrichtung wird das Herzstück unseres ja. Genetischen Modifikationsprogramms. Ist ja gut. Unsere Soldaten werden völlig neue Fähigkeiten erhalten und auf dem Schlachtfeld effektiver kämpfen als jemals zuvor. Ja, ich weiß. Je mehr wir über ja. Die Genetik der Aliens in Erfahrung bringen. Oh Gott, hör auf zu sabbeln, verdammt! Der verfügbaren Modifikationen werden. Meine Güte! Du nervst! Halt die Fresse, Mensch! Boah! Schlimm! Okay, ein Späher in Brasilien. Den holen wir gleich mal runter. Späher sind immer gut, um Nachwuchsleute hochzuziehen. Werde ich aber nicht tun. Ich werde das Top-Team hinschicken. Alles, was geht. Feind ist anvisiert. So, das ist ja nur ein kleiner. Dann kann das der eine Abfangjäger da wunderbar abknallen. Bericht verlassen. Und einen Skyranger schicken. So, du gehst weg. Dafür kommt unser neuer Captain mit. Elizabeth Smith. Dagmar darf mal. Und ich gestern. Ach, ich wollte noch einen. Warte mal, sind das. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Sind das die möglichen Genmodifikationen? Achso, die habe ich entwickelt, die Modifikation. Die kann ich dann. Hier aussuchen, jeweils im Genlabor. Ne? Kostet dann jeweils Meld. Und Gehirn habe ich noch nicht, weil ich noch kein Ätherer gefunden habe. So, ich möchte gerne Scope für die Alte haben. Wer hatte mal einen Scope über? Paula Wilson vielleicht? Die hat einen Scope über. Die benutze ich ja auch nicht mehr. Also, Bewaffnung. So. Jetzt hole ich wieder raus. Rogue, da ist sie. Bewaffnung, Granate weg, Scope rein. Ich frage mich, ob ich darf. Ich glaube, ich darf nur ein Medikit benutzen, ne? Oder? Was steht hier? Hm. Naja, gut, ist egal. Muss ich halt bei Gelegenheit mal gucken. Ach so, richtig. Nicht vergessen, individualisieren. Rüstungsfarbe 5. Ja, das sieht scheiße aus. Ist ja ein Sunny. Und den Einsatz starten. Ist nur ein kleines UFO. Ich schätze mal 3-4 Mutons. Muton Berserker eventuell. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Unser Zielobjekt ist in einem entlegenen Gebiet abgestürzt. Aber wir. So, gucken wir mal, wo ist es? Hier schon mal nicht zu sehen. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Okay. Wo sind wir denn hier? Hier ist die Karte zu Ende, also liegt es irgendwo da in der Mitte. Na gut. Dann. Lass ich mal meinen neuen Sunny als erstes vorrücken. Bis da hinten hin, genau. Die sind ja recht. Oh, die ist ja richtig flott. Hierher. Yeah. Mein Japaner rennt hier hin. Das ist der Kojima. Der dicke Mac. Dahin. Und mein Sniper. Hierhin.
Schade, dass die Erzengelrüstung noch nicht fertig ist, sonst würde ich ihn jetzt einfach hier starten lassen. Guck mal, was hier vorne so ist. Oh, Gefechtsscanner sind... Ah, da ist das UFO. Okay, da ist schon mal nichts. Alle anderen machen Feldposten. Wissen wir immerhin schon mal, wo wir hin müssen? Das sind zwei Melt-Container, die möchte ich gerne beide haben, weil ich sehr viel Melt für meine genetischen Veränderungen brauche. Den werden wir uns da nicht holen. Wir werden versuchen, die Aliens abzuknallen, so schnell wie es geht. Ich renne nicht extra da hinten hin, um Melt einzusammeln. Aha, da geht's nämlich los. Das sind zwei Schweber. Und die kommen auch noch beide auf mich zu. Oh, das ist ja nett. Super, dann nehmen wir mal den, den du gleich hier flankst und dann knallst du den am besten gleich mal direkt ab. Ich sagte, so abknallen, ja, und nicht daneben schießen. So. Gut, greifen wir den an, der hat nämlich keine Deckung. So, das war der erste. Und dann, hey, der hatte keine Deckung. Der hatte, hallo? Der hatte keine Deckung. Schweinerei. Na gut. Wen haben wir hier? Unseren ersten, unseren neuen Sunny, genau. Smith. Schauen wir uns mal direkt hier vorne hin. Und darfst mal den ersten Kill landen. Mit einer 95%igen, also mit einer 95%igen Zielsicherheit, ist doch kein Wunder. Dann rücken wir gleich mit dem ganzen Team hinterher. Das sind zwei von den circa 9 Gegnern gewesen, die wir hier haben. Ich muss sie ganz schnell ausschalten. Ui, das leckt aber gerade. Kojima, rück mal hier hin. Sniper hat geschossen. Alles klar, gut. Dann, ihr alle Feldposten und... Weiter geht's. Da kommt was. Ah, Seeker. Und dann ziehen wir den Scharfschützen mal hier hin nach. Noch zwei Seeker. Okay, mal gucken, was da sonst noch so rumläuft. Tun uns mal hier hin. Da sind sie. Die gehen natürlich beide sofort in Tarnmodus. Das ist blöd. Aber nichts zu ändern. So, den Dicken hier rauf. Ich weiß nicht, ob die sich da schon wegbewegt haben. Aber ich könnte mal was probieren. Nämlich, indem ich hier mal einfach eine Granate reinfeuer und mal gucken, was dabei rauskommt. Shit, die haben sich da wegbewegt. Na gut, ist halt so. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Bin unterwegs. Gut, du kommst mal hier oben rauf. Das ist mein Sniper. Dahin. Du turnst hier hin. Das hat dann. Das waren 2, 4. Mal gucken, was da gleich noch im UFO drin ist. Das ist ja nun wirklich nur ein Speer, also ein wirklich kleines UFO. Es kann schon sein, dass das alles ist, wenn wir die beiden Dinger haben. Plus den Außerweltler. Den Außenweltler. So, da ist der nächste. Da gehen jetzt mal 3 Feldposten drauf. 4 Feldposten. Na bitte, den haben sie abgeknallt. So, fehlt noch einer. Der zeigt sich aber noch nicht. Gut, Sniper hier oben rauf. So, der Dicke hier hin. Gucken, ob ich gleich schon den Außenweltler triggern kann. Nee, noch nicht. Aber den kriege ich sicherlich auch gleich getriggert, wenn ich nämlich hier hingehe. Ist riskant, was ich hier mache, ich weiß. Aber wenn das wirklich der letzte ist, dann kann ich die Mission jetzt schon beenden. Und dann kriege ich nämlich beide Melt-Container. So, klatsch ihn mal um. Der schießt daneben. Oh. Wie kann man nur so blind sein? So, du mal hier oben hin. Jetzt flankierst du den nämlich und jetzt töte den einfach bitte. Na also. So, ach, dieses getarnte Vieh ist ja auch noch da. Stimmt ja. Du gehst auf Feldposten. Du kommst mal hier hin.
Feldposten. Du hierher. Feldposten. Und du auch Feldposten mit der Pistole. Und wenn dieses Tarnding jetzt auftaucht, dann ist es tot. Ich hoffe, es taucht auf, bevor einer der Meldcontainer weggeht. Komm schon. Ach Mann, was soll denn das? So, wieder alle mal einen Feldposten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spät. So. Jetzt habe ich doch schon exponierte. Da ist er, na endlich. So, der sollte jetzt eigentlich tot sein, wenn der 6 Reflexschüsse drauf. Ja, also, geht doch. War es das? Na also. Geht doch. Okay, das war eine relativ einfache Mission. Aus irgendwelchen Gründen war das ja auch nur ein Aufklärer. Hervorragend. Unsere Soldaten sind nicht nur wohlbehalten zurückgekehrt, sie haben auch Meld erbeutet, mit dem wir unsere Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben und neue... Ja, hör auf mich voll zu blubbern. So, weitermachen. Ich habe ja keine Kohlen mehr, das ist ja das Problem. 84, oh boy, 84 habe ich jetzt schon. Ich glaube, na! Ich glaube, mir fehlt nur noch einer. Einrichtungen bauen. Mir fehlt, glaube ich, nur noch einer für das... Ja, ein Dollar fehlt mir noch für den Sicherheitstrakt. Und jetzt haben wir in einer Minute die verdeckte Operation. In einem Tag, nicht einer Minute. Und die Panik ist eigentlich relativ weit unten schon, nur noch im... Nur noch in Asien. Aber das kriegen wir hin, da tauchen wir dann die nächsten beiden Satelliten rein und dann ist gut. Und wenn wir die Exalt-Zelle da ausräuchern, sinkt die Panik ja auch wieder ein bisschen.